Hey Leute, weiter geht's bei The Search. So, nachdem wir unser kleines Wildwest-Abenteuer hier abgeschlossen haben, machen wir uns jetzt auf die Reise in Richtung Vorstandsebene. Erstmal gucken, was das hier ist. Hier ist Potshot, die beste Frontier-Riders-Fanshow von Dodge City bis Alaska. Heute geht's um Folge 8, der Höhleneinsturz. Bitte was? Ein Höhleneinsturz? Hat der Auto Feuerwasser gegurgelt? So ein hanebüchener Schneckschnack. Fast die ganze Folge spielt in totaler Dunkelheit. Keine Dialoge, keine Musik, keine Sonne. Das hat mich jetzt dann doch eher weniger interessiert. So. Da kommen wir noch nicht dran. Da scheint es wahrscheinlich auch wieder so ein Nano-Kern dran zu finden. Das ist nämlich auch wieder so eine Box. Wie das Ding im ersten Level. Hier kam ja nicht durch, ne? Das ging immer noch nicht. Zugangsberechtigung konnte nicht bestätigt werden. Das habe ich mir schon gedacht. Kann ich das Ding eigentlich jetzt benutzen? Nee, immer noch nicht. Ist auch irgendwie merkwürdig. Na gut. Ich kann mir vorstellen, dass man da oben auf die Etage durch einen anderen Shortcut dann irgendwann hinbelangt. Ich hoffe übrigens, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. Mich gar nicht mehr sicher, wo es jetzt eigentlich weiterging. So, Giftmüll aufbereiten. Ach ja, stimmt, hier hatten wir diesen Flugroboter zerstört. Was ist das hier? Haben wir hier schon mal? Recycling. Oh Mann, liegt echt ein bisschen zurück, dass es jetzt mal gespielt. Holy shit! Jetzt habe ich meine gefangen, ey. Da kommt schon der nächste, ich höre ihn doch. Irgendwo. Ist immer noch die scheiß Mark II Legion, die wir überall bekommen. Echt nicht zu fassen. Geht es jetzt hier weiter? Ich glaube, hier komme ich aber eigentlich her, oder? Sieht es irgendwie so aus. Hier war doch der Bossgegner. Da steht Fett Exit. Dann probieren wir es doch mal hier. Das sieht doch irgendwie ganz gut aus. Oh. Aber ich will mich erstmal hier hinten noch umsehen. Aufbereitung.
Junge, 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 ich hab irgendwie echt keinen Plan. Hier bin ich hergekommen. Ich bin aus der anderen Richtung gekommen. Jetzt erinnere ich mich irgendwie. Das ganze Schrotthaufen muss ich demnächst auch mal wieder alle einlösen. So, was haben wir jetzt hier? Geht's hier jetzt weiter? Da wieder diese komische Brücke. Oder hatte ich jetzt hier irgendwas? Da war ich doch auch schon. Meine Fresse, ey. Shit. Ja, meine heißgeliebte Treppe hier. Meine Fresse, wo geht's denn zum Henker weiter? Wie bin ich doch hergekommen? Gewissermaßen. Ich check's nicht. Ich check's gerade wirklich nicht. Ach, ja, richtig, diese Kacke. Oh, da fällt einfach von alleine um. Auch nicht schlecht. Haben unsere Ingenieure neue Ausrüstungen entwickelt, mit der ihr Jobs erledigen könnt, die unsere automatischen Produktionsstraßen schlicht und ohne euer Exo. Penner, ja. Auch. Aber sehen wir uns so ein Werk. Da kann ich mich dran erinnern. Hier hinten kann ich mich dran erinnern. Moment, ich kann hier finishen. Immer noch? Yes. Wundervoll. Nächsten Penner. Oh, fuck. Schön. Natürlich schön auf einen Treffer kassiert. Ich bin das letzte Mal lang gegangen. Ich war, glaube ich, noch nicht die Treppe hinunter. Nicht, dass es hier weitergeht, aber vielleicht liegt hier noch ein bisschen Zeug. Wieder vorhin noch eine kassiert. Oh shit.
der denn her? Gar nicht gesehen. Ah, da geht's auch noch weiter. Okay, okay. Wir nehmen mal das Ding. Nicht zu geizig werden. Das können wir nicht öffnen. Hier muss was dran liegen, jawohl. Notfallkühlsystem. Oh, interessant. Interessant. Das sieht mir nach einer Falle aus. Da entsteht einer. Oh fuck. Finishen. Ja, ich muss schon sagen, dieses Energiemodul, so ein bisschen Energie speichert, das macht sich echt sehr bezahlt. Kann man wesentlich früher finishen und alles. Das ist echt cool. So, was hat mir jetzt dieser Schaltkreis hier gebracht? Wo ging das Ding hin? Nach hier, vielleicht hin zu dieser Tür. Sieht ganz so aus. Yes. Gucken, was wir jetzt hier haben. Nachrichtenterminal. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Natürlich müssen wir in den Flammen stehen. Dankeschön dafür. Fuck. Guck mal, was es hier zu hören gibt. Mr. Ferguson, Creo ist ein Unternehmen von internationalem Ansehen, das es zu bewahren gilt. Die Angestellten unter Ihrer Führung haben nicht nur gegen unsere Unternehmensrichtlinien, sondern gegen das Gesetz verstoßen. Dennoch, da Sie uns vermehrt die Zuverlässigkeit der genannten Individuen bestätigt haben und gewillt sind, für diese zu bürgen, haben wir uns dazu entschieden, die Sache nicht weiter zu verfolgen. Seien Sie jedoch versichert, dass wir keine weiteren Verstöße dulden werden. Wir wissen, dass wir Ihnen als Mitglied von Creos Management in dieser Sache vertrauen können. Dort draußen gibt es eine Vielzahl guter Männer auf Arbeitssuche. Eine Tatsache, die Sie ebenfalls nicht vergessen sollten. Mit freundlichen Grüßen, Jay Connolly. Ja, hier hatten wir auch eine neue Waffe. Ja, das habe ich schon gedacht, dass das für eine Schwerwaffe ist. So, und was war das jetzt hier für ein Elektromoped, das wir eingesammelt haben? Tradition. Nee. Wo ist das? Das muss ich eben, glaube ich, aus Versehen schon ausgewählt haben, dass mir nicht mehr jetzt neu angezeigt wird. Nicht schlecht. Meine Fresse, was war denn das? Cycling Body. Mal schon einiges drin. Ja. Na gut, da kann ich sonst nichts mehr gucken. Da bin ich gerade etwas lustlos, hier alles durchsuchen. Scheiße, komm schon, finishen. Ich stehe natürlich genau in dem Mist hier dran. Penner. Schießt den Mist da mal schön in die Ecke. Lass mich jetzt einfach mal durch.
Ach du Scheiße, was ist das denn? Och, ihr Penner, Alter. Ernsthaft. Okay. Da stand noch ein zweiter. Oh, ich spawne hier. Egal. Das ist nicht so dramatisch. Nee, ich hab keinen Bock auf dich. Aua. Okay, okay, okay. Heilige Scheiße, wir müssen ganz schön eine Strecke zurücklegen, um da wieder hinzukommen. So, was bin ich denn jetzt hier überhaupt richtig? Alarm, ey. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaub mich nicht, oder? Unterstützungslink. Ist glaube ich wieder woanders rum. Da hätte ich auch irgendwie anders hingekonnt, ne? So, jetzt bin ich doch hier rüber gegangen, oder? Bin ich hier mit den Fahrstuhlen gefahren? Sieht so aus. Natürlich unter Zeitdruck noch beschissener, seine Route wieder nachverfolgen zu können. So. Next one. Jetzt laufe ich wieder weiter weg. Ich krieg die Krise, ey. Ach, meine Fresse. Ja. 13.000 Altmetall und ich habe keine Ahnung mehr, wie ich da rankomme. Das war die Sackgasse. Och, das ist gerade ein bisschen frustrierend. Bin ich hier lang gelaufen? Nee, bin ich nicht. Eigentlich nicht. Oh fuck. Jetzt bin ich hier oben. Ist auch wieder nicht richtig. Fuck. Finishen, finishen, finishen. Das hier. Ach nein, das ist ein Sicherheitslenker. Das dauert zu lange. Ach, ich laufe im Kreis. Ich merk's doch schon. Ich laufe hier im Kreis. Das hier war doch auch diese Drohnenscheiße. Meine Fresse, wie bin ich denn da hingekommen? Das ist nicht wahr. Das kann echt nicht wahr sein. Ja, dieses, weiß ich nicht, was ich von dem Zeitlimit halten soll. Gerade in so Ecken, wo man dann echt einfach daran scheitert, dass man nicht mehr weiß, wie man da hingekommen ist. Das ist als Zuschauer wahrscheinlich total dämlich, aber wenn man selber spielt, keine Ahnung, es sieht hier irgendwie alles gleich aus. Man konzentriert sich auch ein bisschen mehr aufs Kämpfen. Ich hier wieder. Hier lang gelaufen. Hier habe ich mich doch
Bitte nochmal weggegangen oder nicht? Ach komm. Ach jetzt. Ja. Haut der Penner mich einfach runter. Okay. Bin jetzt nicht gestorben. Meine Heilung ist auch noch aktiv. Das war's mit meinem Altmetall. Oh. Frustrierend. Echt frustrierend, Leute. Dankeschön. Danke dafür. So, du, jetzt habe ich keine Zeit für dich. Das war auf die Fresse hier. So. Wo zum Geier bin ich denn lang gelaufen? Das gibt's nicht, ey. Es ist eben erst gewesen. Vor ein paar Minuten. Und ich krieg's nicht mehr auf die Kette. Ich krieg es nicht mehr auf die Kette. Ich weiß, ich war hier immer. Oben auch schon. So, was hier? Hier geht's wieder runter. Hier war ich doch eben auch wieder. Ich glaube, ich hätte echt vorhin einfach diese Treppe wieder hochgemusst. Eieiei, jetzt lande ich doch hier wieder in der Nähe von dieser Brücke, oder nicht? Ja. Okay. Ja, ich glaube, ich hätte die ganze Zeit wieder hier lang müssen. Also wieder nach hier. Natürlich muss der Penner jetzt so stehen, dass es mich direkt trifft. Wir haben für einzigartige Erfindungen gesorgt. Ihr kennt natürlich eure Ecken. Aber was ist mit diesen ganzen Spezialwerkzeugen? Nun, angetrieben durch eure Ecken, haben unsere Ingenieure neue Ausrüstungen entwickelt, mit der ihr Jobs erledigen könnt, die unsere automatischen Produktionsstraßen schlicht nicht hinkriegen wird. Und ohne euer Exo. So, jetzt geht's hier weiter. Den Penner vorknöpfen. Erledigt. Und erledigt. Genau, no, hier in die Treppe hätte ich einfach runtergemusst. So schwer kann man es nicht machen. Ist locker geschafft. Penner, Alter. So. Nein, schießt gar nicht erst. Lass ich nicht zu. Oh shit, das war das Falsche. Ah gut, jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen zurückziehen. Ich möchte ja nicht sterben. Nicht schon wieder. Jetzt rechts. Das ist der Name. Das ist der Knitsch, der uns eben von hinten angegriffen hat. Penner. Dann hat er eben was hinterlassen. Ah. Da geht auch noch einer patrouillieren. Immer diese fucking Mister-Tacke von denen. Zack. Oh shit. Übernehmen. So einfach hätte es sein können.
Meine Fresse, es macht so einen Schaden. Nein, 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 nein. Finish him, finish him. Ich kann ihn nicht finishen. Wenn der so weit von mir wegsteht irgendwie. Anderen ging es mal problemlos. Die Typ ist echt schwierig. Echt gefährlich gegen ihn zu kämpfen. So, dann der nächste Penner. Ach, das bringt ja nichts, der kommt ja nicht an mich auf. Ich hätte ihn warten müssen, bis er wieder nach hinten patrouilliert. Dass er dicht genug an mir dran ist. Und dass der Flammenwerfer-Typ sich da einmischt. Wir hauen erstmal kurz ab, damit die Granaten ihre Wirkung verlieren. Und dann probieren wir es gleich nochmal. Junge, Junge, Junge. Oh. Jetzt kommt er mir hinterhergelaufen. Wie weit kann er schießen? Oh, jetzt muss er auch noch nachladen. Erledigt. Sehr schön. Zirkulationstor. Da rückt man doch auch irgendwie hin, oder? Ich hoffe nur, dass ich jetzt hier nicht doch auch wieder irgendwie im Kreis laufe. So, den haben wir platt gemacht hier, schön. Da liegt hier noch was drin, hoch. Energetische Batterie. Free them all. Ah, müssen wir jetzt die Mudokons befreien. Ein bisschen Schiss. Was hier hinter ist? Nichts. Sieht aber auf jeden Fall aus, als wären wir hier richtig. Die Funzel an. Ich wollte es gerade sagen, hier zu kämpfen gegenüber. Fritz ist natürlich äußerst ein Schiff. Das genau aber. Fast. Ah, die Dinger muss man sich erstmal alle merken. Ich gehe kaputt. Jetzt sind wir hier gelandet. Oh mein Gott. Wo geht es denn weiter? Um Himmels Willen. Jetzt sind wir hier. Ach, Leute. Was soll denn das? Wo geht's denn hier? Denn jetzt weiter? Ernsthaft? Hallo? Was ist denn jetzt von so einem Katzen hier fertig machen? Ja, okay. Dann gehe ich jetzt erstmal wieder zurück zum Speicherpunkt. Haben wir richtig was geschafft gerade. So eine Scheiße. So ein Rumgeirre. Für nichts und wieder nichts. Ja, ich meine, ein bisschen Altmetall bekommen, aber verglichen zu dem, was wir eben in dem Western-Ding gekriegt haben, war das ja nix.
Verbessern wir einmal den Kern. Ein zweites Mal. Na. Jo. Alles klar. Ich hoffe mal, dass ich beim nächsten Mal den richtigen Weg finde. Jo, schauen wir mal, was das so gibt. Bis dahin.